Wir von der ADS-Tech haben uns zu Ziel gesetzt, mit einem kleinen Baustein die Sicherheit der Maschinen- und Netzwerkanlagen zu sichern. Hierfür haben wir die IAF heute dabei, die als All-in-One-Lösung für Sicherheit und Funktionalität dabei ist. Die IAF ist eine Kombination aus Firewall und Router und schafft hierbei auch die Möglichkeit, einmal die Anlagen zu sichern, aber auch mit Funktionalitäten auszustatten. Ja, wir sind ja auf der Messe als KEMI zusammen mit der Cloudflare. Unser Thema ist Zero Trust Network Access, um weiterhin OT-Security abzusichern. Das Thema kann man nicht genug erzählen. Und wir sind die, die die Schlösser erweitern und mehr Schlösser davor machen gegen Hacker, um sie draußen zu halten. Ja, hallo. Ich bin von der BOC IT Security GmbH, WatchGuard-Only-Partner. Und wir vertreiben hier Firewalls, WLAN Access Points, Multifaktor-Authentifizierung und das Thema Endpoint ist auch wichtig. Und damit wollen wir unsere Kunden auf den aktuellsten Stand der Technik bringen und ihre Unternehmen absichern. Wir von Belden zeigen, wie man industrielle Netzwerke ausstatten kann auf sichere Art und Weise. Das heißt vom IO-Block bis hoch in die Cloud mit allem, was dazugehört, Hardware- und Softwarekomponenten, so wie heute in unserem Demo-Case, den wir hier hinter mir sehen, um letztendlich cybersicher industrielle Netzwerke für die Zukunft vorzubereiten. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik ist seit vielen Jahren auf der Hannover Messe vertreten. Wir haben den Namen Sicherheit im Namen und auch der Schutz kritischer Infrastrukturen ist uns ein Herzensanliegen, ist Teil unseres gesetzlichen Auftrags. Und hier finden wir alle Hersteller, Betreiber, viele Integratoren, die dafür zuständig sind, die das gut umsetzen können. BlackBerry auf der Hannover Messe. Was zeigen wir hier? Unser Topic ist künstliche Intelligenz und speziell die Abwehr von Virenangriffen mit künstlicher Intelligenz. Wir sind seit inzwischen über 10 Jahren in diesem Bereich tätig. Das heißt, unsere künstliche Intelligenz ist sehr ausgereift. Und gerade im Produktionsumfeld, wo auch alte Maschinen, beispielsweise mit Windows XP, geschützt werden müssen, sind wir besonders stark.